Da sind wir auch schon wieder bei Kingdom Come Deliverance nach unserem kleinen Kampf mit den beiden Banditen, die sich hier offenbar versteckt hielten. Jetzt ist nur noch die Frage, die ich mir stelle. Haben die hier eventuell einen Schatz bewacht oder sind die hier einfach nur, haben die hier quasi auf vorbeilaufende Idioten gewartet, die wir ja nun mal nicht sind. Ne? Also da haben sie ein kleines Problem gehabt. Ja, hätten sie vorher überlegen müssen, mit wem sie sich da anlegen. Aber hier sehe ich jetzt keinen Schatz. Ach, guck mal, eine Kiste. Aber leicht? Kann ich mir nicht vorstellen, dass da... Ja, eine Fackel. Das ist großartig. Eine Fackel, endlich! Wie gern ich eine Fackel haben wollte. Na, so viel dazu. Dann setzen wir doch mal unseren Weg fort und werden uns jetzt nicht mehr aufhalten lassen von irgendwelchen Plünderern oder Banditen. Von... Nein! Von denen es hier tatsächlich zuhauf gibt. Kommst du wieder raus, Pferd? Dankeschön. Jetzt wäre ich fast hier voll in den Klump reingefallen. Das ist ja furchtbar. Was ist denn das? Ich nehme mal an, das ist dieses Abwasser von den Silberminen da oben. Verschlossene Türen machen mich immer skeptisch. Da muss ich mal direkt mal reingucken. Ach, sieh an. Es ist gar keine Tür. Es ist einfach nur ein Placebo. Nein, Makulatur. Genau, so nennt man das. Das ist Makulatur. Man hat es quasi einfach dahin gepappt, damit es gut aussieht. Aber gut, es sei ihnen verziehen. Und wir müssen hier oben rauf, was auch nochmal in eine sehr schöne Gegend anscheinend führt. Hier ist das kleine Bächlein, das von den Silberminen runterführt. Trappel, 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 trappel. Dann gehen wir hier mal rauf und haben einen wunderschönen Blick auf Skalitz. Und dann weiß man auch, warum der Herr Ratzig seine Burg da oben errichtet hat, weil es der einzige Hügel hier in der Umgebung ist. Also nicht der einzige, aber halt so ein mittiger. Und er hat halt von hier aus das ganze Land im Blick. Und das ist das Schöne daran. Ja, hat er klug ausgewählt, der Mann. Waren wir hier nicht schon mal? Haben wir hier nicht schon mal jemanden befreit? Ich meine, mich dunkel erinnern zu können. Warum habe ich auf der Karte eigentlich noch diesen seltsamen Marker? Wo führt der Marker hin? Ich habe mich total verlaufen. Was soll denn das? Marker weg. Tschüss. So, hier oben, genau, hier hatten wir doch jemanden befreit, oder? Hatten wir auch gegen Banditen gekämpft, die sich hier festgesetzt hatten. Mal ganz kurz in die Häuser da oben reinschauen. Jetzt sind wir ganz oben auf den Silberminen, vermute ich. Aber was mich irritiert ist... Ja, ja, hier, ne? Genau. Was mich irritiert ist, warum hat denn der Sigismund, der wollte ja unbedingt hier hin, um die Silberminen zu besetzen, aber der hätte sie auch selber besetzen können. Also ich meine, der hätte ja Leute hier lassen können und sagen können, pass mal auf, du holst jetzt bitte hier Silber raus und bezahlst damit meine Söldner. Ach, Pferd, komm schon. Aber hat er nicht gemacht. Da hinten ist ein Lager. Sind das noch Banditen oder sind das Flüchtlinge? Das sind Banditen. Wisst ihr was, wenn wir schon mal hier sind? Sneaky Heinrich. Brecher der Verdammten. Ich will mal wenigstens einen von denen umbringen, ohne dass wir ewig gegen den kämpfen müssen. Deswegen suche ich mir jetzt da hinten den aus, der von hier aus am besten gerüstet aussah. Und hoffe, dass wir das auch hinbekommen. Aber wenn nicht, naja gut, dann schlagen wir eben wie üblich zu. Bisschen kämpfen hat man jetzt auch schon lange nicht mehr. Wir haben sehr viele Redequests gemacht, aber gekämpft haben wir jetzt wirklich nicht mehr so oft. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir das jetzt nochmal machen. Ich glaube, der hier möchte gerade pieseln oder was auch immer er tut. Nein! Guck mal! Psch, alles wird gut. Alles wird gut. Mein lieber Bandit, alles wird gut. Ich plündere die schon mal, weil dann habe ich nachher mehr Zeit für die anderen, ne? Das ist das Wichtige. Ein Kommunionskelch, sehr schön. Rittersporen, oh, sehr schön, sehr schön. Hat ein paar interessante Sachen mit dabei gehabt. Kauendes Chamäleon bin ich jetzt schon wieder. Mhm. Packe ich lieber mal direkt ins Pferd, bevor wir gleich wieder total überladen sind und deswegen nicht kämpfen können. Das wäre natürlich auch doof. So, Rittersporen rein, ja, die Armschienen rein, das Kettenhemd rein, zack. Wieso sind wir eigentlich schon wieder so voll? Ich verstehe das nicht. Ich packe den Nackenschutz auch nochmal weg. Leisetreter, Silberkette, aber wir haben doch sonst nichts Schweres dabei. Oder habe ich jetzt jede Menge Nahrung mit dabei? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber Nahrung, apropos Nahrung. Habe ich nicht noch Dorfleisch? Ich habe Dorfleisch. Essen. Rom, 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 rom und rom, rom, rom. So. Sneaky Heinrich. Was ist hier los? Niemand. Was ist das? Ist niemand. Alles gut. Alles ist in Ordnung. Geh mal lieber nach deinem Kameraden da hinten gucken. Ich glaube, der ist gerade umgefallen. Da solltest du einmal nachschauen, ob es dem gut geht. Wer ist da? Keiner. Was ist hier los?
Kommen sie denn jetzt oder? Oder bleiben sie da oben stehen und sagen, was ist hier los? Ich bin immer noch ein kauendes Chamäleon, das heißt, ihr könnt mich gar nicht sehen. Was ist das? Was ist hier los? Ich gehe mal hier durch den dichten Wald, da kann uns nämlich keiner sehen. Wahrscheinlich haben sie bis jetzt den Toten da hinten dann auch langsam mal entdeckt. Wäre seltsam, wenn nicht, dann würde ich sie dann doch für sehr unfähige Söldner halten, aber so unfähig sahen die eigentlich gar nicht aus, denn die hatten durchaus passable Rüstung am Leibe. Trotzdem können sie natürlich gegen Sneaky Heinrich einfach nichts ausrichten, ne? Das ist, liegt aber in der Natur der Dinge. So, hier sind wir jetzt genau am Lager von denen. Wie komme ich denn da am besten rein? Können jetzt natürlich noch meine Rüstung ausziehen, dann würde man mich noch weniger hören, aber dann habe ich ein Problem, wenn es dann tatsächlich zum Kampf kommt, dann ja, kann ich nur noch sagen, huch, ich bin nackt. Was ist hier los? Oh, da hinten kommt er. Seht ihr, da kommt er. Da kommt er. Was ist hier los? Ja, komm hier ins Gebüsch. Hey, wer ist da? Keiner. Was ist das? Was hast du hier zu suchen? Oh, Mist. Lebensmüde, was? Nein, nicht lebensmüde. Einfach nur auf Kampf aus. Was trägst denn du für einen komischen Wappenrock? Sagt Alarm! Was ist? Jetzt habe ich schon wieder zwei um mich rum. Ist doch so klar. Es ist so klar. Komm, ich schubse dich mal ein bisschen weg. Geh mal weg hier. Jetzt muss ich dir einmal auf den Kopf hauen. Dann nochmal auf den Kopf und dann so und dann bist du auch schon weg. Ne, es waren gar nicht zwei, die ich um mich herum hatte. Hat sich nur so angefühlt. Das hat keiner gesehen. Alles ist gut, der Heinrich ist kein Brutalo. Der würde niemals ein Knappenschwert. Oh. Was ist da los? Ich weiß es nicht, was da los ist. Ach ja, ich nehme mal wieder alles mit. 1K, kumanische Sporen. Wo hat der denn kumanische Sporen her? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen Kumanen umgebracht hat. Der nicht. Wobei, wir können nochmal versuchen, ein bisschen sneaky zu sein. Die anderen haben uns ja zwar gewittert, aber sie wissen noch nicht so genau, wo wir eigentlich sind. Oh. Ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort. Definitiv. Du aber auch, mein Freund. Jetzt hast du nämlich ein Problem. Jetzt ist Heinrich wütend. Und dann macht der Heinrich gerne mal böse Sachen. Seid vorsichtig! Hundling! Hundling? Also diese Beleidigung, die lasse ich nicht auf mir sitzen. Das ist ja ungeheuerlich, was du zu mir sagst. Aua, schubst mich doch nicht so rum. So. Oh, auf die Nase. Oh, das hat wehgetan. Oh, nee, nee, nee. Das, da müssen wir ihn sofort von seinen Schmerzen erlösen. Das geht nicht. Wir sind ja natürlich sehr, ja, gutmütig in diesem Fall. Rettender Engel. Hat dir nicht geholfen, mein Freund. Hat dir nicht geholfen. Es tut mir sehr leid. Ich nehme die Armschienen mit. Oh, ein edles Kettenhemd. Das kann aber auch nur geklaut haben, oder? Ja, die beiden Dinge nehme ich auch nochmal mit. Den Gambison nehme ich nochmal mit. Und ansonsten hat er auch nichts Wundervolles dabei. So, das packen wir jetzt direkt wieder ins Pferd. Ich weiß, es tut mir leid. Wir, ja, ihr seht im Augenblick nur, töten ins Pferd packen. Aber anders kommt man hier nicht an Geld. Und ich kann das Geld nicht auf der Straße liegen lassen. Mein Pferd kann nichts mehr tragen. Jetzt habe ich ein Problem. Gut, wir müssen also dringend nach Ratai und müssen dem guten, wie heißt er? Adam sein Zeug zurückbringen. Ach guck mal, ganz unauffällig steht mein Pferd da vorne. Hau ab. So, jetzt können wir hier ganz in Ruhe die Kiste plündern. Ich denke mal, wir haben alle Banditen erwischt, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass jetzt vorbei ist? So, sehr schön. Heinrich ist nämlich immer noch der beste Bandit. Ach Leute, könnt ihr nicht wenigstens Beute machen, wenn ihr schon so einen Stress schiebt? Aber nein, immer nur blödes Nichts in der Kiste. So, nachdem wir erneut für Gerechtigkeit gesorgt haben, können wir uns jetzt auf den Weg machen und tatsächlich auch mal, ja, den Ort besuchen, an dem das Kreuz steht. Querfeld ein natürlich, das ist ganz wichtig, damit das Pferd auch gegen alles dagegen läuft, was wir finden können und gegen jeden Baum knallt, der im Weg steht.
Ist da irgendwie runter? Ich glaube nämlich, da hinten geht's weiter. Hier über den Bach rüber. Ups. Und dann hier den Weg hinauf. Wenn das ein Weg war, den ich da gesehen habe. Jawohl, sieh an. Das muss es sein. Marias Mutter hatte recht. Jemand hat hier kürzlich Blumen niedergelegt. Pater Simon könnte sich in der Gegend versteckt halten. Ja, ich folge mal den Hinweisen, nämlich... Ich sollte mich umsehen und in der Nähe nach Beinwell suchen. Da. Ja, gut, dann gehen wir direkt mal dahin. Hier ist ein Pilze, Baldrian. Baldrian gibt's genug, das heißt, der Pater kann sich auch jeden Tag beruhigen. Das ist kein Thema. So, Beinwell müsste dann hier oben irgendwo sein, oder ist der vielleicht... Ach, das war nur Sonnenlicht. Habe ich gerade schon gedacht. Na gut, dann ist er ja schon da. Die Bäume werden hier alle so komisch angestrahlt. Das ist aber nicht normal. So, hier unten irgendwo müsste er sein. Pater, wo seid ihr? Ich benötige Hilfe. Vor allen Dingen benötige ich ja, Begleitung im Glauben. Ich habe sehr viele Menschen getötet. Ich habe sie abgeschlachtet. Ich habe sie teilweise getötet, weil ich nur ihre Sachen haben wollte. Wo geht's denn hier hin? Also ich vermute mal, der wird ja nicht irgendwo einfach in der Wildnis rumsitzen, sondern der wird sich ja wahrscheinlich irgendwo ein Örtchen oder ein Fleckchen gesucht haben, wo man ein bisschen geschützt ist. Vagabunden. Hey, du, was machst du da? Ich kam zufällig vorbei und hörte Stimmen. Ich wollte nur nachsehen, was hier vorgeht. Geht dich nichts an. Verschwinde hier. Also gut. Ja, ich möchte aber gar nicht verschwinden, das ist das Problem. Geht es dir gut? Ah ja, ich denke schon. Was ist mit den beiden Halunken? Die treiben sich hier irgendwo herum. Guter Gott, kannst du sie nicht verjagen? Ich habe Angst, dass sie zurückkommen. Ich sehe, was ich tun kann. Aber tu niemandem weh. Ja, ich gebe mein Bestes, ne? Das sind die beiden Halunken? Wieso? Können wir jetzt hier schon wieder ewig gegen die Faustkämpfer austragen, ja? Weil die auch anscheinend aushalten bis zum Gehtnichtmehr. Au. Wisst ihr was, ihr beiden Halunken? Na, wie sieht's jetzt aus? Und du? Kurvafix. Kurvafix, ja genau. Kurvafix trifft es auf den Punkt. Okay, der hier hat's leider nicht überlebt. Guck mal weg. So, ich habe einen Priester gerettet. Sind alle stolz auf mich? Bin ich gut. Den hier habe ich aus Prinzip getötet. Da habe ich ein Exempel statuiert, wie man das so schön nennt. Tja, und der hier wird irgendwann wieder aufwachen. Guck mal hier, ich habe was für dich. Wann wacht er denn wieder auf? Ich möchte schon... Ach, guck mal, hier ist ein kleines Kreuz. Ja, deswegen hat er anscheinend auch keine... Na? Hast du eine Lektion gelernt? Hau ab. Er ist tot. Der ist tot. Da würde ich jetzt nicht rumstehen. Hab gesagt, hau ab. Hau ab, Mann! Himmel, pass auf, wo du hingehst. Arsch. Ich pass mal auf, wo ich hingehe. Oh, Allmächtiger. Was hast du getan? Ich habe dich gerettet, oder nicht? Aber diese armen Narren, musstest du sie unbedingt umbringen? Arme Narren? Sie haben dich angegriffen und festgehalten. Wer weiß, was sie dir noch angetan hätten. Ich weiß, aber das rechtfertigt keine Todesstrafe. Na, offenbar doch. Guter Gott, das ist schrecklich. Beruhige dich, Pater. Irgendwann hätte man sie so oder so erwischt. Der Angriff gegen dich war sicher nicht ihr erstes Vergehen.
Ich weiß. Und trotzdem. Tut mir leid, aber ich hatte keine Wahl. Das Land versinkt im Chaos. Und solche Halunken kriechen unter jedem Felsen hervor. Die Scharfrichter des Reichs haben bald keine Galgen mehr übrig. Ich werde sie begraben müssen. Wie du willst, Pater. Wem verdanke ich denn meine Rettung? Ich heiße Heinrich. Vielleicht erinnerst du dich. Ich bin der Sohn des Skarlitzer Schmieds. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Doch du wirst sicher nicht zufällig hier vorbeigekommen sein, oder Heinrich? In der Tat. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Mich? Was könnte ich schon für dich tun? Ich möchte, dass du nach St. Jakob zurückkehrst. Die Leute brauchen seelischen Beistand. Skarlitz ist völlig zerstört und viele in St. Jakob sind gestorben. Sie brauchen einen Pfarrer. Ich verstehe, aber muss dich leider enttäuschen. Ich bin kein Gottesmann mehr. Ich bin jetzt büßender Einsiedler. Ich kenne deine Geschichte, Pater. Dann weißt du auch, dass ich schuldig bin. Ja, und ich möchte es nicht abtun. Dein Gewissen ist allein deine Sache. Aber ich weiß, dass du tief drinnen ein guter Mann bist. Du weißt nicht, was du da redest. Du kennst mich nicht. Aber ich weiß, was du getan hast. Viele Gottesmänner brechen Gottes Gebot und schämen sich nicht ein bisschen dafür. Das entledigt mich nicht meiner Sünden. Gottes Gesetz ist unumstößlich, egal wie oft man es bricht. Du hast recht, aber die Menschen brauchen dich. Vergib meine Offenheit, aber auch wenn es dir freisteht, deine Gemeinde zu verlassen, entbindet dich das nicht deiner Pflicht gegenüber deiner Herde. Aber ich bin ein Sünder. Ich kann niemanden führen. Ich bin unwürdig. Pfarrer, Bischöfe, Mönche, Äbte, allesamt Sünder. Selbst der Heilige Vater ist einer. Du hast deine Buße getan. Es ist Zeit, unter Menschen zurückzukehren. Du hast sicher recht. Es ist meine Pflicht. Wenigstens, bis sich jemand Besseres findet. So bald werden sie niemanden finden, der besser geeignet ist. Also gut, ich nehme, was ich tragen kann und gehe zurück nach St. Jakob. Danke. Deine Gemeinde wird es dir danken. Na, der Heinrich ist erstaunlich redegewandt geworden in letzter Zeit. Naja, und das mit den beiden, ja, guck mal, er umarmt noch die kleine Brücke hier. Begib dich nach Rofona und berichte, was geschehen ist. Oh ja, das werden wir natürlich tun. Er hat hier als Einsiedler gelebt und dann sind die beiden hier anscheinend angekommen und haben ihn hier bedrängt. Das hatte der Typ da unten ja auch schon erzählt, der in Rofona lebt. Dass hier offenbar Einsiedler sind, die, oder halt, ja, Vagabunden, die hier nach Essen schnorren und dann ziemlich aggressiv aufgetreten sind, die haben wir jetzt anscheinend beseitigt. Also schon wieder ein Stück mehr Sicherheit und Ordnung für unser neues Imperium, für Skarlitz. Insofern, alles ist gut. Und wir haben das Richtige getan. Wir haben vor allen Dingen dem Henker jetzt auch Arbeit erspart, der muss nicht mehr ran. Und die beiden, seien wir ehrlich, die hätt's sowieso erwischt. So wie die aufgetreten sind, so wie die drauf waren. Da gibt es keinen Zweifel, die wären so gut wie tot gewesen. Wir folgen mal diesem kleinen Bachlauf hier in Richtung Skarlitz. Ich glaube, das ist der einfachste Weg gerade hier raus. So, dann kann ich mir gleich auch wieder mein Pferdchen rufen, weil hier drin wäre Pferdchen wahrscheinlich untergegangen oder runtergefallen. Das wäre noch schlimmer gewesen, dann wäre man nämlich tot gewesen. Ich weiß auch nicht, wann die letzte Speicherung stattgefunden hat. Ich höre doch schon wieder Stimmen. Okay, das muss jetzt nichts heißen, aber ich höre hier Stimmen. So, dann reiten wir nämlich jetzt noch schön zurück hier über diesen... jetzt sieht das Wasser noch schlimmer aus im Sonnenlicht. Nein, komm, hoch. Burak, mach keinen Mist. Burak, bitte. Oh Gott sei Dank. Ja, die Kurve war dann doch vielleicht ein bisschen zu eng für ihn. Trappel. So, hier runter, dann nehmen wir den Weg hier. Und irgendwo hier müsste es ja... Das ist jetzt... Diese Becken im Sonnenuntergang sehen so furchtbar aus. Ekelhaft. So, dann nehmen wir jetzt den Weg zurück. Wir kommen, glaube ich, leider an dem Punkt vorbei, an dem die Banditen ihr kleines Lager aufgeschlagen haben. Davon gibt es ja wahrlich genug hier in der Gegend. Waren wir da schon drin? No. Man wird hier immer angelockt mit Türen, aber dann ist da nichts. Das ist ein bisschen fies. Würde ich mir wünschen, dass sie noch ein paar Türen hier einbauen, die man auch tatsächlich begehen kann. Statt dann einfach da vor einer verschlossenen Wand zu stehen. Da vorne, da ist dieser... Ja, dieser befestigte Hof, will ich fast sagen. Wo im hinteren Teil die Banditen... Genau, wir reiten genau drauf zu. Und ich fürchte, es wird wieder auf einen Kampf hinauslaufen.
Ja, ich bin's. Was sagt man dazu? Sorry, ich muss vorbei. Keine Zeit. Oh Mist. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich will eigentlich nur vorbei. Ich will euch gar nicht töten. Lasst mich doch einfach in Ruhe, Leute. Ach ja, ich weiß, dass ihr jetzt alle sauer seid und ihr kommt jetzt alle mit, oh, was hast du hier zu suchen und das wirst du noch bereuen. Ich werde hier überhaupt nichts bereuen. Lasst mich einfach in Ruhe. Pisser. Ich wollte euch jetzt einfach den Kampf nochmal ersparen zum Ende der Folge. Wir möchten nämlich nur wissen, was jetzt mit dem Priester rauskommt. Dann haben wir das Ding abgeschlossen und dann ist das auch schön in dieser Folge. Also bevor wir jetzt da noch eine halbe Stunde mit denen kämpfen und dann eh nichts dabei rumkommt. Natürlich führen wir die jetzt hier schön nach Rovna ins Dorf, damit die auch ja wissen, wo wir hingeritten sind. Aber der Pater ist ja da, der Pater wird alle verteidigen. Da sehe ich kein Problem. Jetzt sind die immer noch hinter uns her. Man glaubt es kaum. So, jetzt haben sie aufgegeben. Ich habe einen Pater gefunden. Mein Freund, warum schläfst du denn schon wieder? Gott sei mit dir. Ich habe einen Pfarrer gefunden. Wirklich? Wunderbar! Wer ist es? Der frühere Gemeindepfarrer von St. Jakob. Ich habe ihn überredet, für ein Weilchen zurückzukehren. Du hast ihn also gefunden? Ja. Er lebte in der Nähe im Wald. Gott sei Dank. Du wirst sehen, wenn der Pfarrer wieder da ist, kehren auch die Leute zurück. Ich hoffe es. Ich habe für den Pfarrer ein paar Münzen gesammelt. Du solltest etwas davon haben. Schließlich hast du ihn zurückgebracht. Das kann ich nicht annehmen. Du brauchst es, um das Dorf wieder aufzubauen. Wie du meinst. Ich werde dich nicht drängen. Nun, dann leb wohl. Ich hoffe, er taucht bald hier auf. Lass ihn nur nicht wieder gehen. Ich werde ihn im Auge behalten. Gute Reise, Heinrich. Und danke für deine Hilfe. Ich denke, ihr solltet ihn mit Ketten an seiner Kirche festmachen. Das sollte das Beste sein. Das wird allen helfen. So, ein Mann Gottes, Aufgabe abgeschlossen. Ja, großartig. Dann wird ja hier bald wieder ein bisschen Leben einkehren. Das freut mich ungemein. Und nächstes Mal müssen wir nur noch... Ja, wir können jetzt wieder von Scarlets weg. Es war ein schöner Ausflug in die Heimat. Und dann werden wir uns nächstes Mal nach Rathai machen. Und dort das Geld aus Scarlets auch dem guten Adam geben. Damit haben wir den Leuten aus Scarlets wieder was Gutes getan. Das freut mich immer insbesondere. Dann kann ich hier auch das ganze Zeug verkaufen, was jetzt auf dem Pferd ist. Ja, und dann müssen wir schon die Augen aufhalten nach neuen Nebenquests. Da ist noch etwas, Questgeber. Und ansonsten müsste ich mich mal wieder in den Tavernen umhören, was noch sonst noch so zu finden ist. Aber ich finde, wir könnten auch langsam mit der Hauptquest wieder weitermachen, oder? Vielleicht legen wir noch eine Folge mit Schatzsuche ein. Ich weiß es noch nicht so genau, aber naja, mal gucken. Ich reite jetzt schon mal nach Rathai, verkaufe schon mal. Das muss ich ja nicht in eine Folge packen, weil das ist ziemlich langweilig. Und dann sehen wir uns nächste Folge in Rathai wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir noch mehr Gerechtigkeit für die Skale zerbringen. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem höchst erfreuten Tschüss.